der kleine Lord. Falls ihr es mehr auf Englisch sagt, der Little Lord Fauntleroy auf Englisch. Und das ist einer von meinen Lieblingsfilmen und immer zu Weihnachten muss ich den unbedingt schauen. Meine Familie verdreht schon immer die Augen und findet, ach, Theresa, kannst du nicht wiederbringen, aber es ist mir gleich, das muss sein. Ich möchte mit diesem Bild anfangen. Ich weiß nicht, ob ihr die zwei kennt. Das sind der kleine Lord und sein Großvater aus dem Film Der kleine Lord. Falls ihr es mehr auf Englisch sagt, der Little Lord Fauntleroy auf Englisch. Und das ist einer von meinen Lieblingsfilmen und immer zu Weihnachten muss ich den unbedingt schauen. Meine Familie verdreht schon immer die Augen und findet, ach, Theresa, kannst du nicht wiederbringen, aber es ist mir gleich, das muss sein. Und für die, die den Film nicht kennen, es geht eben um den kleinen Lord, der der Erbe ist von seinem Grossvater, der so ein mürrischer Graf ist. Und dann der kleine Bub lebt am Anfang in den Staaten und muss dann umziehen auf England zu seinem Grossvater. Und dann geht der Film ein bisschen darum, was er erlebt, was er macht. Und in einer Szene, die es mir jetzt geht, und an der bleibe ich immer wieder hängen, wenn ich den Film schaue, sagt die Mutter zu dem kleinen Bub, um was es im Leben geht. Und sie sagt, dass... So, durch. Nein. Jetzt bin ich eins zu weit. Dass jeder Mensch mit seinem Leben die Welt ein ganz bisschen besser machen sollte. Und das macht der kleine Lord dann auch. Er sorgt dafür, dass Mietverträge verlängert werden, dass das ganze Dorf renoviert wird, dass Feste gefeiert werden und, ganz viele Sachen. Und wie macht er das? Indem er den kleinen Bub, seinen mürrischen, seinen hässigen Grossvater, positiv beeinflussen. Und genau um das soll es jetzt auch heute gehen. Um mein Umfeld positiv beeinflussen. Und ich möchte als erstes mal das Wort beeinflussen anschauen. Ich finde es ein spezielles Wort, das ist nicht ganz klar. Von dem her habe ich es mal auseinandergenommen. So Beeinfluss und N. Und ich denke, dann wird es schon ein bisschen klarer, um was es geht. Wir haben das Wort Einfluss dort drin. Also es geht darum, dass irgendwo etwas reinfließt. Das bedingt natürlich auch, dass dann irgendwo etwas ausfließen muss. Wir können uns das also vorstellen, wie so, also das ist meine super Grafik, wie zwei Seen und dazwischen ist ein Fluss. So ein Fluss wie die Limmat, wie die Aare, wie die Lind, welchen Fluss ihr auch gerne euch vorstellen möchtet. Aber natürlich ist es eben nicht wie die Limmat oder wie die Aare, sondern es ist etwas anders. Unser positiver Fluss ist auch nicht so etwas. Unser positiver Fluss ist nichts Mächtiges, nichts Grosses. Unser Fluss sieht mehr so aus. Unser positiver Fluss ist etwas Kleines, etwas Sanftes, etwas, das sich durch die Natur durchschlängelt. Das bedeutet natürlich nicht, dass unser Fluss keine Kraft hat. Im Gegensatz, unser Fluss hat sehr viel Kraft, aber er fließt langsam und es geht ein Zeitchen. Unser Fluss ist nicht hektisch. Das heisst, wir müssen uns Zeit nehmen, bis das fließt. Was ich will sagen, ist, wir müssen uns Zeit nehmen, um unser Umfeld positiv zu beeinflussen. Erst wenn wir uns Zeit nehmen, wenn wir zuhören, wenn wir da sind, nur dann können wir unser Umfeld positiv beeinflussen. Wenn ich mir überlege, wer mich in meinem Leben positiv beeinflusst hat, dann sind das immer Menschen, die sich Zeit genommen haben für mich, die da sind für mich und da sind für mich und die ein Stück von meinem Lebensweg mit mir gegangen sind. Auch heute am Abend sehe ich Gesichter, die ich in den letzten Wochen kennenlernen durfte, und die sich Zeit genommen haben für mich und die sich Zeit nehmen für mich. Und weil sie heute Abend da sind,
weil sie mich unterstützen und weil sie sich die Zeit nehmen, tun sie mich positiv beeinflussen. Und auch im Film, Der kleine Lord, der Grossvater, der ist nicht sofort positiv beeinflusst. Es geht ein Zeitchen, es ist nicht von heute auf morgen, dass das passiert. Man muss sich die Zeit nehmen. Ein zweiter Aspekt ist, dass wenn unser Ursprungssee oder auch der, wo es reinfließt, wenn das ein Staudamm ist, dann fließt nichts. Also wenn da zu ist, wenn die Schlüsse zu sind, dann kann kein Wasser fließen. Die Schlüsse, die müssen zuerst geöffnet werden, damit dann nachher eben das Wasser kann fließen. Erst wenn die Schlüsse offen sind, erst dann kann das Positive fließen. Und in unserem Fall sind die Schlüsse natürlich unser Herz. Positives können wir nicht über die Augen oder über die Ohren aufnehmen. Das muss übers Herz passieren. Ihr kennt vielleicht den Satz aus dem Buch Der kleine Prinz. Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für das Auge unsichtbar. Und genau um das geht's. Wir können Positives nur übers Herz aufnehmen. Wir müssen zulassen, dass das Positive in uns eindringt. Und für das müssen wir unser Herz öffnen. Und ähnliches gilt auch für die linke Seite, also fürs Positive losschicken. Das Positive muss aus unserem Innersten kommen. Es muss von Herzen kommen. Unser Herz ist also die Schlüsse zum Positives rausschicken und auch zum Empfangen. In der Bibel gibt es viele Personen, die versucht haben, ihr Umfeld positiv zu beeinflussen und die es auch geschafft haben. Und schlussendlich ist aber das Versuchen das Wichtige, dass wir unsere Schlüsse öffnen, dass wir unser Herz öffnen. Und das können wir beeinflussen und das ist das Wichtige. Wir haben in der Bibel zum Beispiel den Apostel Paulus. Der hat ja Brief an die verschiedensten Gemeinden geschrieben. Und ich habe mich jetzt da auch als Beispiel für den Brief an die Gemeinde in Korinth entschieden. Der Paulus schreibt an die Gemeinde, weil er gehört hat, dass die auf Abwege sind. Der Paulus hat sein Herz aufgemacht für Jesus, für sein Wirken. Und jetzt funkt die Gemeinde dazwischen. Die Gemeinde reißt Löcher rein und lässt den positiven Fluss austrocknen. Der positive Fluss, der von Jesus gekommen ist, wo Paulus hat weitergehen wollte, der lässt die Gemeinde austrocknen. Und daher versucht der Paulus, da dagegen zu wirken. Er schreibt den Brief, damit er eben sein Umfeld kann positiv beeinflussen kann. Ein weiteres Beispiel. Paulus ist ja Neues Testament, Mose im Alten Testament, wo sein Volk aus der Gefangenschaft, aus dem Exil geführt hat. Auch das kein einfaches Unterfangen. Aber er hat es geschafft, sein Volk zum Heiligen Land zu bringen. Also auch er hat sein Umfeld positiv beeinflusst. Wir kennen Deborah aus dem Buch der Richter, wo ihr Volk regiert hat, trotz einer feindlichen Herrschaft. Das als Frau. Und natürlich kennen wir Jesus. Jesus als Meister vom Positiven beeinflussen. Er hat es geschafft, Leute oder sein Umfeld so positiv zu beeinflussen, dass sie gefunden haben, wir lassen alles stehen und liegen und gehen dem hinten an. Wir alle kennen die Geschichte von den Aposteln. Sie haben gefunden, hey, das ist so überzeugend, was der sagt. Der hat uns so gut beeinflusst. Da wollen wir weitergehen. Und schlussendlich ist ja auch das Beeinflussen ein Grund gewesen, warum Jesus gekreuzigt worden ist. Die Ältesten und die Hohepriester haben Angst bekommen, dass Jesus ihre Leute zu stark beeinflusst. Ja. Das sind also 4 beispielhafte Personen. Ich hätte noch viel weitere können wählen. Wir haben Abraham, wir haben Noah, wir haben Judith, auch die Verfasser vom Evangelium. All ganz unterschiedlich. Und sie haben eigentlich nichts miteinander zu tun. Ich möchte es an diesen 4 zeigen. Der Apostel Paulus war Zeltmacher. Mose ist als Kleinkind im Nil
am Nil ausgesetzt wurde. Deborah war eine weibliche Richterin und Jesus natürlich Sohn Gottes. Also alle wirklich grundverschieden. Aber eins haben sie gemeinsam. Und das ist ihr Glaube an Gott. Sie haben auf Gott vertraut. Sie haben ihr Herz aufgetan und haben auf das Positive gelöst, mit dem Gott sie beeinflusst hat. Sie haben alle ihre Schlüsse aufgetan. Sie haben den Fluss, den positiven Fluss von Gott, haben sie aufgenommen und dann, damit sie den dann wieder weitergeben können. Und wir können das auch. In wenigen Augenblicken feiern wir da Eucharistie. Wir feiern das Abendmahl. Jesus wird in unsere Mitte kommen und wir können an ihm und an seiner Kirche teilnehmen und wir können ein Teil davon sein. Wir können also den positiven Fluss, von dem ich schon die ganze Zeit rede, den können wir aufnehmen, eigentlich in seiner reinsten Form. Und im Prinzip ist das genau das Gleiche, wie das Paulus, wie das Mose, wie das Noah, wie das Abraham, wie das Judith, wie es all die erfahren haben. Und es ist nur eine Frage, ob wir es zulassen. Lassen wir uns beeinflussen durch Gott. Lassen wir das in unsere Herzen rein. Haben wir unser Herz geöffnet? Das ist eine Frage, die wir uns nicht nur heute stellen sollten, sondern immer wieder. Haben wir unser Herz geöffnet? Weil nur, wenn unser Herz offen ist für Gott und für alles Positive, was er mit sich bringt in diesem Fluss, erst dann nehmen wir auch Nächstenliebe auf. Und nur dann können wir die Nächstenliebe auch weitergeben. Wir müssen zuerst empfangen und dann weitergeben zum Können. Und nur mit offenem Herzen für Gott und für andere können wir unser Umfeld wirklich positiv beeinflussen. So ein oberflächliches Beeinflussen hilft niemandem. Es muss tiefgründig sein. Der positive Fluss, den wir weitergeben wollen, der positive Fluss muss von unserem Innersten und von unserem Herzen kommen. Und es liegt an uns, ob wir Teil sein wollen von diesem positiven Fluss. Wenn nicht, dann vertrocknet der Fluss halt. Und beispielhaft für uns. Wenn wir teilnehmen, dann wird es grün, wie auf dem Bild. Weil nur wo Wasser fließt, kann Leben entstehen, kann Leben gedeihen. Wir haben es auch letzte Woche gehört. Eine Kirche, die nicht stehen bleibt. Wir wollen weiter und wir können uns führen lassen durch Gott. Und könnt ihr euch vorstellen, was für ein gewaltig positiver Fluss das ist, wenn alle Menschen ihr Herz auftun. Wenn alle Menschen sich durch Gott führen lassen. Und wenn alle weitergeben, was aus ihrem tiefsten Herzen kommt. Könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn alle versuchen, ihr Umfeld positiv zu beeinflussen. Ich wünsche uns allen, dass wir uns die Zeit nehmen können. Und dass es uns gelingt, unser Umfeld positiv zu beeinflussen. So wie es einem kleinen Lord gelungen ist, wie es einem Paulus gelungen ist, wie es einem Mose gelungen ist und wie es der Deborah gelungen ist. Und vor allem auch, wie es unserem Herrn Jesus immer wieder gelingt. Jesus stößt den Fluss jeden Tag von neuem an. Er lädt uns jeden Tag neu ein, zum Teil werden von dem Fluss, von dem positiven Fluss. Und ich wünsche uns allen, dass wir weiterkommen und im Fluss mitschwimmen können. Ich wünsche uns, dass wir unsere Herzen öffnen können. Für uns selber, für unsere Nächsten und für Gott. Es ist so toll, dass du den Preach geschaut hast und wir hoffen natürlich, dass du ganz vieles auch mitnehmen kannst. Wir würden uns freuen, dass du nicht nur online das schaust, das darfst du natürlich ganz weiterhin, sondern wenn du einmal vorbeikommst bei uns live vor Ort da in Dietikon, in der Kirche St. Josef, dass wir miteinander Lobpreis machen können und miteinander auch zusammen den Gottesdienst feiern können.